Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Voxel Tycoon. In der letzten Folge haben wir hier die kleine Abzweigung hier neu gemacht, die jetzt mittlerweile gar nicht mal so schlecht ausschaut. Sie ist nur irgendwie ein bisschen nicht mittig. Ich weiß gar nicht wieso, aber okay, die sind hier auch nicht gleich. Aber solange es funktioniert und das System gut läuft, ist alles gut. Das System hier müssten wir mal auch umbauen. Denn wir haben schon gemerkt, es hat sich auch wieder aufgeklockt und bedeutet mindestens, also dass die ganzen Teile, die hier zwischen sind, raus müssen. Alles, was zu weit hinten ist, muss raus. Ansonsten gibt es ja nicht richtig Ärger. Das ist ganz kacke geworden wieder von mir. Die Kreuzung ist eine Kreuzung und die muss eine Kreuzung bleiben. Warum auch jetzt hier unbedingt beidseitig noch eine Anlage ist. Bedeutet wieder neue Anlagenlampen nehmen. Da kommst du ja nach da, ne? Ja, genau. So früh wie möglich hier hin. So spät wie möglich hier hin. So, und dann haben wir jetzt hier nicht eine freie. Ist natürlich beschissen mit dem Bereich hier. Was soll ich denn hier machen? Das Einzige, was ich machen kann, ist sagen, okay, hier ist noch eins. Aber dann schaut es ja auch wieder ganz komisch aus, weil hier einfach anders ist. Jetzt könnte man sagen, okay, jetzt ist hier noch ein eigenes Abteil. Ob das funktioniert? Ja, wir probieren es mal. Jetzt haben wir es ein bisschen cleaner gemacht. Einfach um zu schauen, dass genau diese Clean ist, die hier oben auch ist, rein theoretisch hier unten noch reinkommt. Hier zu schauen ist ja, dass sozusagen der ganze Holzprozess hier auch wieder am Laufen ist. Das ist eigentlich der große Teil. Dass diese Holzproduktion hier auf 100% laufen kann. Das ist ja eigentlich alles, was hier passiert, weil hier ist jetzt auch irgendwie Low Market. Ich weiß gar nicht wieso, aber wahrscheinlich, weil ich hier einfach zu wenig Holz produziert habe oder sowas. Keine Ahnung. Wir haben auf jeden Fall viel zu wenig Holz im Arsenal gerade. Schau mal, wie gut das funktioniert. Es timet sich halt. Es kommt eher an. Sorgt er für viel Holz wieder. Jetzt müssen wir schauen, dass hier einfach das Holz durchkommt. Wir brauchen mehr. Jetzt kommt er schon wieder. Wie soll ich denn so schnell nachproduzieren? Also eigentlich ist es ja hier jetzt gerade schon echt Massenware. Wie voll ist er jetzt gefahren? Nicht voll. Geil. Voll gut. Braucht noch einen Holzzug eigentlich. Die Züge sind auch noch nicht voll. Ich weiß gar nicht wieso. Ich kaufe jetzt nochmal einen von denen. Einfach weil ich es kann und Bock drauf habe. Ich will diese Holzschienerei eher sowas von voll pumpen. Wahrscheinlich wäre eh ein anderer Weg schlauer, den ich im Kopf habe. Aber ich habe keinen Bock drauf, gerade den nochmal umzubauen alles. Ich hätte einfach gern die Holzproduktion volle Wäsche so kaufen. Jeder weiß, was er kriegt. Er kriegt die Holzfischen stärkt und aktivieren. Und somit. Why? Oh lol, weil. Das ist genau dasselbe Problem wie. Fuck, wie mache ich das jetzt? Fuck, 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 fuck. Das ist uncool. Umdrehen bitte. Umdrehen. Dankeschön. Jetzt fährst du hier rein, du fährst hier raus. Oh Gott. Okay. Wir müssen hier eindeutig auch umdesignen. Das ist nicht gut, so wie das hier gelaufen ist gerade. Holy shit, genau das habe ich eigentlich verhindern wollen. Okay, diesen ganzen Bereich nochmal abreißen. Der ist kacke. So. Das war jetzt gerade das Uncoolste, was eigentlich hätte passieren können. So.
Was ich jetzt gern hätte, ist halt, dass der hier hin. Dass das auch hier hingeht und dann auch wieder hier hin, aber. Warum schaut es immer so anders aus? Das mag ich nicht. Nee, das gefällt mir nicht so. Können wir es bitte gleich lang machen? So. Genau. Dann ist das jetzt sozusagen der Exchange-Bereich. Bedeutet, wir machen hier Signale hin. Die bis hierhin gelten. Und dann kommt hier ein Former-Signal hin, das hier sagt, was abgeht. Gut. Dann kommt hier noch ein Signal hin und hier noch ein Signal hin. Und dann können wir den Rest eigentlich. Okay, Schienen anschließen. Schienen. Warum? Ich will nur ein paar Schienen bauen. Ist das denn so schwer? So, nein, geht doch. Perfekt. Dann tun wir hier noch mal ein paar Signale aufstellen. So, perfekt. Und dann sollte das ganze System hoffentlich ab sofort auch gut funktionieren. Nochmal umgebaut. Aber jetzt natürlich dadurch, dass so viele Holzzüge da sind, ist das alles ein bisschen voller. Oh no. Oh, fuck. Wie ist das jetzt passiert? Du kannst auch weiter. Jetzt ist der Bahnhof wieder leer. Fuck, das ist ja richtig uncool gewesen. Okay. Wie sind denn da einfach so reingekommen? So, okay. Jetzt sollte hoffentlich langsam ordentlich. Jetzt geht immer noch nicht. Wie viel Holz hält denn der aus? Ah, doch dieses ganze Verschieben sollte jetzt auch die Abstände zwischen dem Holz sich anpassen. Was mich jetzt interessiert, kriegen wir das Ding voll? Ich hoffe es mal. Weil er geht mir tierisch auf den Sack, dass er dauernd voll ist. Leer ist. So, vom Timing her wäre das natürlich genial. Ja, schön. So. Jetzt macht der hier leer. Jetzt fährt der hier rüber. Der muss langsam voll werden einfach. Komm, hoch damit. Zieh den hoch. Ja, 700, okay. Ist jetzt zwar schon wieder einiges weg, aber. Besser als nichts. So, komm schon, zieh den wieder hoch. Ja, 707, jetzt kommt der nächste. Macht ihn voll. Ja, ich kann auch nichts dafür, dass wir keinen Sand haben. Mein Gott, ich kann halt auch nicht die ganze Zeit zaubern hier. Ihr verlangt aber auch Zauberkunstwerkchen hier. So, jetzt sind die Züge wieder voll unterwegs. Die Nachfrage steigt halt auch gleichzeitig. Das ist das Uncoole eigentlich dran. Wie soll ich denn diese Nachfrage so hochhalten? Sobald es voll ist, das Lager, ist auch wiederum der ganze Rest weg. Das ist der andere Kack. So, jetzt ist der Holzzug da. Jetzt wird der hinter. Der ist jetzt wieder voll, lustigerweise. Also ein bisschen stockend läuft es jetzt. Aber nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt hätte, dass es laufen könnte. Könnte. Es läuft um einiges besser als erwartet eigentlich, wenn man es so sieht. Wenn der Holzvorrat sich schön voll hält immer, dann ist eh alles gut. Es müssen halt immer genügend Züge unterwegs sein, dann ist die Welt wieder heile. Kann man so sagen. Und das sollte ja hoffentlich so sein. Wie ist denn hier der Stand aktuell?
Okay, da ist die Anfrage höher geworden. Okay, das ist natürlich dann uncool. Aber wenn wir jetzt die Produktion hochhalten können, dann ist ja auch alles wieder gut. Wieder fährt fahren, jetzt darf er fahren, okay. Oh Gott, jetzt haben wir uns wieder gestockt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie? Wie schaffe ich das immer? Oh Mann. Also, Problem. Ist jetzt größer denn davor? Weil egal, was ich mache, mich haut so auf die Fresse. Kann ich dich nicht einfach umdrehen damit? Ja. Holy shit. Dadurch wird der jetzt frei. Dann kann der hoffentlich fahren. Ja, dann fährt der jetzt hier raus. Nein, noch. Ich mache das jetzt mit Angst. Nee, er macht das richtig klasse. Huh. Nichts. Leute. Es gibt's nicht. Aber Holzzüge müssen eh immer nach oben. Von daher. Ja, du solltest. Das ist jetzt wahrscheinlich das nächste Problem. Welcher ist denn das jetzt? Ich hab gerade echt keinen Plan, welchen Zug ich gerade dran hab. Fahr weiter. So. Zuerst du. Alter Verwalter, ist das complicated teilweise. Muss ich jetzt hier sozusagen auch Vorsignale platzieren? Kann das sein? Dass ich hier auch Vorsignale brauche? Dass wenn jemand hier vorne steht, keine Ahnung, dass das besetzt ist oder sowas? Ja, genau, so wollen wir das. Nur fahren, wenn da vorne frei ist, bitte. Also ein Vorsignal gibt das nächste Signal an, oder wie? Oder ob eins der nächsten Gleise frei ist. Damit könnte man damit Ausweichgleise machen. Kann ich... Das probieren wir jetzt. Wir tun jetzt hier überall Vorsignale hin. Ob das Ziel frei ist. Das wär geil, wenn es genauso funktioniert, wie ich es jetzt erhoffe. Weil dann fahren jetzt die nur noch raus, wenn da drüben grün ist. Bin ich jetzt da richtig? Weil jetzt fährt er nicht, Chef. Der wartet, bis da vorne grün ist. Und dann schaltet er wieder hoch. Geil. Ich glaube, das macht es besser. Dann ist das Bahnhof zwar voll, aber er hält genauso ein bisschen einfach die Routine rein. Und das sollte das Ganze ein bisschen ruhiger machen und designen. Auch von der Produktion jetzt her. Unsere Einnahmen sind schon hochgestiegen. 2,8 Mülle. Was will ich denn mehr? Wir können bald mal echt eine neue Region auch freischalten. Das ist natürlich ganz fein. Warte, das ist das Gelbe. Bedeutet, eins der Gleise ist frei. Das ist natürlich super. Das ist gut zu wissen eigentlich. Bedeutet, man kann mehrspurige Schienen machen. Das wäre zum Beispiel, wenn man hier ein Doppelgleis macht, dass man sagt, schau her, da drüben ist frei oder sowas. Dass man sozusagen die Schnellzuglinie immer für einen Schnellzug frei macht. Was ich mir jetzt auch überlegt habe, ist, dass wir sozusagen aus den zwei Personenzügen einen machen, der hier ein Dreieck fährt. Und ich glaube, das ist gar nicht mal so doof. Bedeutet, wir designen jetzt den ultimativen Personenzug. Und designen auch hier erstmal dann den Bahnhof um, weil der hier ist jetzt zum Beispiel grausam gerade, ne? Das geht gar nicht, der muss jetzt weg. Ja, der muss weg. Und dann nehmen wir hier mal Schienenstation, Passagierbahnhof.
Ich würde dir am liebsten einen zweigleisigen hier hinsetzen, ne? So. Der wird aber länger. Ich hätte gerne einen 120 cm langen. So. Perfekt. Und ich hätte eigentlich hier gerne eine Aufteilung irgendwie. So. Warum geht es so rum, aber so rum nicht? Das ist ganz witzig. Lol. Das war mein Firmenhandy. So, okay. Bedeutet, ich kann jetzt hier so fahren. Right. Bedeutet, ich mache jetzt hier wieder denselben Schmier wieder vor. Ich setze... wo sind die Schienen wieder? Ich setze hier mein liebes neues Feuersignal. Und setze hier das hier so hin. Das kann ich mal hier so aufteilen. So. Ich glaube, das wäre am besten auch wegzutun. Wenn wir hier hinfahren, dann können wir hier auch wieder ein Vorsignal hinsetzen. Bevor wir irgendeinen Fehler haben, machen wir ja auch lieber ein Vorsignal hin. Genau. Und dann sollte das klappen. Dann können wir rein theoretisch auch zwei Personenzüge hier hinfahren lassen. Den würde ich auch mal erweitern. Einmal ein Umbau, bitte. Ein neuer Personenzug ist, Dings da ist im Anmarsch. Dankeschön. So. Und so. Jetzt kommt wieder unser neues Lieblingsspiel. Wir tun erstmal hier die zwei Signale weg, weil die sind unnötig. Dann kommen unsere Schienen. Unsere Signale. Unser erstes Vorsignal kommt natürlich hier hin. Unser ganz normales Signal kommt hier hin. Und das Ausfahrtsignal kommt hier hin. Finde ich genial. Also das Vorsignal, das hilft mir jetzt echt viel. Aber Leute, ich würde sagen, den neuen Zug, den designen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.